Es war ein langes Sterben, das der Steinkohle in Deutschland beschieden war. Jahrzehntelang hielt man viele unrentable Zechen mit Milliarden Steuergeldern am Leben. Schließlich hatte man den Bergleuten das Wirtschaftswunder mit zu verdanken. Heute nun wird der letzte Brocken schwarzen Goldes zutage befördert. Mit der Grube Prosper Haniel in Bottrop wird ein wichtiges Stück Wirtschaftsgeschichte zu Grabe getragen. Es ist die letzte Schicht für die drei Kumpel Andreas, Mike und Holger auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Ein Ende mit Wehmut, aber vor allem ein Ende mit Stolz. Der Abschied kommt und es ist ein sehr trauriger Abschied. Also für mich ist das zum Weinen, weil ich bin gerne Bergmann, ich bin auch gerne angefahren. Wir haben was geleistet. Wir haben unsere Förderung erbracht, unsere Leistung geschafft. Mit bloßen Händen haben die Kumpel Anfang des 20. Jahrhunderts die Kohle aus dem Berg gehauen. Die Steinkohle befeuerte zwei Weltkriege, lieferte aber auch die Energie für die Industrialisierung und beschleunigte das Wirtschaftswunder. Der Fluch ist, dass wir jetzt hier merken, dass Kohle und andere fossile Energieträger, wenn wir sie einsetzen, CO2 produzieren und damit die große Frage der Erderwärmung aufwerfen. Am Ende war die deutsche Steinkohle im internationalen Wettbewerb einfach zu teuer. Deutschland steckte seit 1997 61 Milliarden Euro in den sterbenden Industriezweig. Für die Bergleute heißt es jetzt Abschied nehmen. Das letzte Stück deutsche Steinkohle holen sie heute Nachmittag in Bottrop auf der Zeche Prosper Haniel aus der Erde.